Wir zeigen Ihnen die Prüfung eines Lichtanlassers bzw. Dünnerstarters, genannt am Prüfstand. Der erste Prüfschritt ist die Leerlaufprüfung. Dabei sollte eine Stromaufnahme von 8 bis 10 Ampere bei einer Leerlaufdrehzahl von 2000 bis 2200 Umdrehungen erreicht werden. Im zweiten Prüfschritt machen wir eine Kurzschlussprüfung. Dabei ist die Stromaufnahme ca. 300 Ampere. Wichtig ist dabei, dass wir auch die Kraft des Dienerstarters mit Hilfe einer Federwaage messen. Im nächsten Prüfschritt prüfen wir den Generatorteil. Als erstes prüfen wir die Ankerspannung bei ca. 1500 Umdrehungen von T+ gegen T-. Sollwert ca. 0,6 Volt. Dann die Vollerregerspannung. Dazu schließen wir DF an Minus an. Bei ca. 1500 Umdrehungen sollten wir wieder ca. 14 Volt erreichen. Zur Belastungsprüfung wird über einen regelbaren Widerstand der Generator belastet. Bei ca. 3000 Umdrehungen sollten wir 14 Volt und 20 Ampere erreichen. Wir prüfen jetzt den Generatorregler mit dem dazugehörigen Dünnerstarter. Zu Beginn wird die Regulierspannung ohne Belastung gemessen mit einem Sollwert von ca. 13,8 bis 14,8 Volt. Nach dieser Prüfung belasten wir den Generator mit 15 Ampere über dem regelbaren Widerstand und sollen dann aber noch eine Spannung von 13 bis 14,2 haben. Als nächstes wird die Einschaltspannung gemessen, das heißt, wann der Schalter einschaltet, bei 12,9 bis 13,4 Volt. Und zum Abschluss wird noch der Rückstrom gemessen und dieser Rückstrom, der also von der Batterie zum Generator fließt, bevor abgeschaltet wird, der sollte dann 6,6 Ampere bis 12 Ampere betragen.